Prinz Philipp verbringt bereits den dritten Tag im King Edward VII Hospital, nachdem er dort wegen Unwohlsein eingeliefert wurde, wie Sprecher des Palastes bestätigen. Zwar wurde bekannt gegeben, es würde sich nur um eine reine Vorsichtsmaßnahme handeln, trotzdem scheinen die royalen Familienmitglieder sich zu sorgen. So auch Prinz Harry. Der Enkel von Prinz Philipp und seiner Frau Königin Elizabeth II. Soll sich darauf vorbereiten, im Notfall nach England reisen zu können. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage hat sich Harry mit seiner Familie in den USA in Quarantäne begeben, falls er nach Großbritannien reisen muss, wie The Mirror berichtet. Dafür steht auch ein Privatjet bereit. So einfach kommt Harry allerdings nicht nach England. Die USA stehen auf einer roten Liste. Eine Einreise nach Großbritannien würde dort Hotelquarantäne bedeuten. Allerdings hat Prinz Harry Glück. Sein royaler Status beschert ihm eine Sonderbehandlung. Legt er einen negativen Corona-Test vor, darf er einreisen. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt und Harry bei seiner schwangeren Frau Meghan in Montecito bleiben kann.